Ja, es ist ja eigentlich ursprünglich eine Art Industriehalle und dann ein Kulturzentrum dort. Normalerweise sind da Partys und Konzerte drin und da mal Kinder drin zu erleben, ist das speziell. Und ich finde es super geeignet mit dem hohen Raum und mit dem, dass man das umgestaltet in einem Kinosaal und dass auch alles nicht so einheitlich ist, sondern ein bisschen kreuz und quer, ein bisschen verschiedene Sessel. Super spannend. Young but getting old before our time.